Es ist Samstag, der 29. Juni 2019. Wir sind hier in der Nähe von der US-Luftwaffenbasis Ramstein. Hier ist eine Demonstration zu Ramstein heute und dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte von unser Politikblog. Ich spreche heute mit Dada Madhu Vidyananda und mit Dominik Lauer von der Partei und Bewegung Menschliche Welt. Herr Madhu Vidyananda, was tut denn die menschliche Welt für den Frieden? Friedensarbeit bedeutet für uns drei Aktivitäten. Das eine, Frieden beginnt bei jeder Person selbst. Das heißt, wir bieten Praktiken an für den inneren Frieden. Durch Praktiken der Achtsamkeit und Meditation können wir inneren Frieden erlangen. Das ist eine starke Grundlage, für den sozialen und gesellschaftlichen Frieden zu arbeiten. Und da sehen wir zwei Ansätze. Der eine ist der außerparlamentarische Ansatz, also außerparlamentarische Opposition. Das, was wir hier machen, wir drücken unseren Protest und unseren Widerstand gegen die US Airbase Ramstein aus und machen somit außerparlamentarische Opposition. Und dann das drittens, arbeiten wir parlamentarisch. Also unsere politische Arbeit zielt darauf hin, in den Parlamenten Friedenspolitik zu verwirklichen. Also innere Arbeit durch Meditation und Praktiken der Achtsamkeit, außerparlamentarische Opposition durch Netzwerke, durch Proteste und Demonstrationen, wie wir sie hier machen, also auf die Straße gehen, und dann parlamentarische Arbeit, um wirklich in den Orten, wo die Entscheidungen getroffen werden, Friedenspolitik zu verwirklichen. Und daran arbeitet die menschliche Welt. Was heißt das denn? Welche konkreten politischen Forderungen gibt es denn, damit die Welt friedlicher wird? Also, das ist eigentlich recht einfach. Die Hauptforderung ist die Einhaltung der UN-Charta. Das bedeutet die Einhaltung des Verbotes des Angriffskrieges. Das ist schon mal die erste Hauptforderung, die wir stellen, dass das Völkerrecht geachtet wird. Von da aus können dann viele weitere Sachen gemacht werden, aber das alleine würde schon dazu führen, dass alle Kriege, die jetzt illegal sind, die kein UN-Mandat haben, dass die nicht stattfinden würden. Und das sind die allermeisten. Naja, und jeder Krieg wird ja von jemand angefangen. Wenn sich alle dran halten, wird ja keiner mehr anfangen. Ganz genau. Und deswegen unsere Forderung ist, das Völkerrecht durchzusetzen, zu achten. Das würde bedeuten, den internationalen Gerichtshof zu stärken. Also einfach auch die Judikative zu stärken, die diejenigen, die das Völkerrecht brechen, bestrafen. Also gibt es ja zwei, den Internationalen Gerichtshof für Streitigkeiten zwischen Staaten und den Internationalen Strafgerichtshof, die beide ja in Den Haag sind. Mhm. Und ich weiß mir, vor ein oder zwei Jahren, irgendwann im Juli ist das ja in Kraft gesetzt worden, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag zumindest für die Fälle, wo kein ständiges Mitglied vom UNO-Sicherheitsrat was dagegen hat, Angriffskriege auch behandeln darf. Das wäre ja dann schon ein großer Schritt vorwärts. Das ist ein Schritt vorwärts, ja. Und der nächste Schritt vorwärts wäre, dass die ganze UNO demokratisiert wird. Dass zum Beispiel der sogenannte Sicherheitsrat vergrößert wird oder eigentlich abgeschafft werden sollte. Dass die Generalversammlung entscheidet über solche Fragen. Also gibt es viel zu tun, aber die Hauptsache ist, erstmal das Völkerrecht und die UNO-Charta einzuhalten. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, es gibt ja auch so Vorschriften, zum Beispiel auch bei der EU, bei schweren Menschenrechtsverletzungen, bei Kriegsverbrechen, dass man da kriegerisch darauf antworten will, auch am Sicherheitsrat vorbei. Wie steht denn die menschliche Welt dazu? Nochmal. Es gibt ja also so sogenannte humanitäre Intervention bei schweren Menschenrechtsverletzungen oder bei Kriegsverbrechen, darauf mit Krieg zu antworten. Mhm. Hat auch die EU zum Beispiel in ihrem Recht? Oder so NATO-Vorschriften, wenn eine Krise ist in anderen Ländern, darauf mit Krieg zu antworten. Wie steht da die menschliche Welt dazu? Aber wer entscheidet das?
Wer entscheidet, dass das wirklich eine Situation, durch eine Situation ist? Das muss ja eine Instanz, eine demokratisch anerkannte Instanz entscheiden. Sonst kann ja irgendjemand sagen, es kann ja irgendein Land sagen, wie die USA zum Beispiel, wir sehen das so und deswegen führen wir dort Krieg. Das ist ja ein Zustand wie im Wilden Westen, dass jeder sein eigenes Gesetz folgt praktisch. Das heißt, solche schweren Rechtsverstöße darf man nicht mit Krieg beantworten, sondern mit Recht statt mit Krieg. Mit Recht statt mit Krieg, ja. Und es gibt andere Methoden, noch wirksamere Methoden, Menschenrechtsverletzungen zu beenden als durch Krieg. Die ganzen Kriege, die jetzt geführt werden, das ist doch nur ein Schein, dass das für wirklich humanitäre, aus humanitären Gründen geschieht. Das geschieht doch aus Interessen, nicht aus humanitären Gründen, sondern aus wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen, geopolitischen Interessen. Okay, ich habe das Mikro wieder angeschaltet, weil gerade Musik war. Ja, wofür steht denn die menschliche Welt in der Wirtschaftspolitik? In der Wirtschaftspolitik sagen wir ganz einfach, die Hauptaufgabe der Wirtschaft ist, allen Menschen ihre Grundbedürfnisse zu garantieren. Dass also alle Menschen genug zu essen haben, Unterkunft haben, also Wohnraum haben, Bildung bekommen, medizinische Versorgung bekommen. Das ist erstmal die Grundlage für die Aufgabe der Wirtschaft. Und deswegen sprechen wir von wirtschaftlicher Gerechtigkeit, dass wir also Gesetze schaffen und ein Wirtschaftssystem schaffen, das, was wir meinen, dezentralisiert sein sollte, also nicht zentralisiert, sondern dezentralisiert, auf Kooperativen zum Beispiel basieren sollte und auf Genossenschaften, mit dem Ziel nicht der Profitmaximierung, sondern mit dem Ziel, den Bedarf der Menschen zu decken, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Und was bedeutet das jetzt konkret? Jetzt eher gesetzliche Rahmenbedingungen ändern oder soll der umverteilt werden? Wem soll es genommen werden? Wem soll es gegeben werden? Da frage ich mal den Spitzenkandidaten von der Europawahl. Ja, also natürlich ist das Ganze auch mit gesetzlichen Änderungen verbunden, aber wir müssen eben einen ganzheitlichen Ansatz wählen. Und da ist es wichtig, dass wir uns erstmal von innen heraus anders ausrichten. Also von innen heraus einerseits wirklich in uns selbst und andererseits auch das Ziel, das die Wirtschaftspolitik überhaupt verfolgen soll, das müssen wir erstmal ändern. Weil im Moment ist die Profitmaximierung eigentlich eine der oder die Kernsäule des Kapitalismus maßgeblich für alle Entscheidungen. Und die müssen wir ändern. Das müssen wir in uns selbst ändern, diese Ausrichtung, und die müssen wir auch gesellschaftlich ändern. Und welche konkreten Ausformungen das dann annimmt, muss man dann von Fall zu Fall sehen. Das heißt, menschliche Welt ist jetzt nicht konkret auf eine Wirtschaftstheorie ausgerichtet, hat aber klare Ziele im Blick, welche Bedürfnisse zu erfüllen sind. Wir haben schon ein sehr klares System. Das System heißt PROUD. Das ist kurz für Progressive Utilization Theory, also zu Deutsch die Theorie der fortschrittlichen Nutzung. Und die besteht im Kern aus 5 Prinzipien, die einerseits sehr konkret eine Richtung vorgeben und andererseits viel Platz lassen, um eben auf die gegebenen Situationen zu reagieren. Was das Spezielle an PROUD ist, ist, dass es eben das Spirituelle, also die innere Arbeit, verbindet mit dem Gesellschaftlichen und dass es Wert legt auf ganzheitliche Entfaltung, auf den 3 Ebenen der Spiritualität einerseits, des Physischen andererseits, also das, was wir jetzt so gemeinhin unter Wirtschaft verstehen, und dann noch der Psyche, denn wir sind ganzheitliche Wesen. Wir haben Bedürfnisse auf allen 3 Ebenen und im Moment ist die Wirtschaft nur darauf ausgerichtet, die physische Ebene zu bedienen. Und ein ganzheitliches System wie PROUD bedient eben oder ist darauf ausgerichtet, alle Ebenen zu bedienen. Das verstehst du, also jeder muss genug für seine wichtigsten sozialen Grundbedürfnisse haben und auch noch genug Raum für seine spirituelle Entfaltung. Das ist das, was dabei auf jeden Fall rauskommen soll. Genau, nicht nur genug Raum, sondern sogar Unterstützung dabei erfahren.
Das heißt, nehmen wir doch mal Leute, die wahrscheinlich nicht genug bekommen. Nehmen wir mal Sozialhilfeempfänger, vielleicht Asylbewerber und Arbeitslosengeld 2-Empfänger. Das wären wahrscheinlich alles Gruppen, die davon profitieren würden, von Proud. Ja, ganz sicher. Also einerseits die materielle Ansicht von Proud oder das materielle Ziel ist, eine gerechte Verteilung zu erreichen. Und gerecht bedeutet nicht gleich, sondern eben den Ansprüchen und Bedürfnissen entsprechend. Und das würde bedeuten, wenn jemand zu wenig hat und unter seinem materiellen Zustand leidet, dann würde dieser Person mehr zukommen. Und soll dafür an anderer Stelle eher gespart werden oder sollen bestimmte Steuern erhöht werden? Also wir haben ja eine, wirklich muss man sagen, krasse, ungerechte Verteilung. Ja, eine sehr große Kluft. Und unser Ansatz ist, das ein bisschen mehr auszugleichen, weil es ist einfach ungerecht und eigentlich überhaupt nicht zu rechtfertigen, dass einige wenige sehr, sehr viel Besitz und damit auch Macht auf sich konzentrieren, während andere dann keinen Zugang mehr zu den Gütern haben, die diese Leute beanspruchen. Also ist das erste Ziel wirklich eine Umverteilung, so dass es gerecht ist. Denn auch die Menschen, die so viel besitzen, können gar nicht alles verwenden, was sie da haben. Also sie brauchen das gar nicht für ihr Glücklichsein. Genau. Das hört sich für mich an wie nach einer Vermögensteuer oder höherer Spitzensteuersatz zur Einkommensteuer oder höherer Körperschaftssteuer. Tatsächlich ist das erste Prinzip von Proud, besagt es, dass wir dass keine unkontrollierte Vermögensanhäufung möglich sein soll, ohne die ausdrückliche Zustimmung der Gesellschaft. Das bedeutet, niemandem ist es einfach so gestattet, unendlich viel anzuhäufen. Und über welche Mechanismen man das jetzt regelt, ob man etwas abschöpft, was kommt, wie eine Vermögenssteuer oder eine Finanztransaktionssteuer oder eine Erbschaftssteuer oder ähnliches, das ist ein Mittel. Ein anderes Mittel wäre zum Beispiel, das Einkommen schon in einer gewissen Form zu begrenzen. Und da gibt es verschiedene Mechanismen und die muss man dann eben je nach kulturellen Aspekten und lokalen Aspekten und ähnlichem austarieren und abwägen, aber das Grundprinzip ist, dass es eine ungehinderte Vermögensanhäufung nicht möglich sein soll, ohne die Genehmigung der Gesellschaft. Noch eine, würde mich noch interessieren, wir wollen, es soll ja keine Angriffskriege mehr geben. Jetzt ist Deutschland ja in verschiedenen Bündnissen, die auch militärisch sind. Ich denke jetzt an die NATO vor allem, aber auch die EU hat ja ihren militärischen Teil. Was soll sich denn da ändern? Oder wie steht jetzt die menschliche Welt zum militärischen Teil von NATO und von der EU? Also wir sehen, dass die NATO-Länder an illegalen Kriegen teilgenommen haben und teilnehmen. Wir sehen das als ein Verbrechen. Und somit ist die NATO für uns eine Organisation, der wir nicht angehören möchten. Wir möchten keiner Organisation angehören, die Verbrechen begeht. Verbrechen an die Menschlichkeit. Und deswegen setzen wir uns dafür ein, genauso wie unsere Nachbarn Schweiz und Österreich, nicht Teil dieser Organisation zu sein. Und die EU hat ja auch Vorschriften für Kriegseinsätze in aller Welt, bloß dass der nicht so viel Militär zugeordnet ist. Gibt es da auch eine Position von menschliche Welt zur EU? Ja, wir lehnen also jetzt die Strebungen hin zu einer europäischen Union, europäischen Armee ab. Wir sehen das nicht als eine konstruktive Entwicklung zu Weltfrieden. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, auf ziviler Art und Weise Konflikte zu lösen. Wie denn zum Beispiel? Was hat sich denn bewährt? Zum Beispiel die OSZE. OSZE. Solche Foren können gestärkt werden. Und ich komme wieder zurück. Die UNO wurde gegründet als Friedensorganisation. Die Menschheit hat viel gelernt durch die vergangenen Kriege und hat dadurch die UNO erschaffen. Und da haben wir schon Ansätze, die wir nutzen können, um Friedenspolitik wirklich durchzusetzen. Und da würde ich immer wieder darauf zurückgehen, lasst uns darauf konzentrieren, die UNO zu demokratisieren und zu stärken, das Völkerrecht zu stärken und Institutionen zu stärken, die das Völkerrecht auch wirklich dann schützen können. Ich habe eine Sache noch nicht verstanden gehabt. Wenn man jetzt den Sicherheitsrat abschafft,
Da gibt es ja auch das Vetorecht und manchmal ist ja auch vielleicht eine UNO-Resolution, die Krieg erlauben würde, sind ja vielleicht manchmal die Mächte im Sicherheitsrat, die dagegen sind, in der Minderheit. Wenn man jetzt den Sicherheitsrat abschaffen würde und damit das Vetorecht, wie kann das die Abschaffung des Sicherheitsrats dem Frieden dienen? Der Sicherheitsrat ist jetzt ein Rat von Staaten, die auf einfach nur historischer Grundlage in den Sicherheitsrat gekommen sind. Da ist keine demokratische Grundlage für geschaffen. Wir wollen einfach sagen, dass alle Länder auf der Welt sind damit verbunden, ob es Krieg gibt oder nicht. Gerade wenn wir jetzt an neue Technologien denken, wie Atomwaffen und so weiter. Das betrifft die ganze Welt. Auch die ökologischen Umstände, die Kriege schaffen, das wirkt sich auf die ganze Welt aus. Also was wir sagen, wir suchen nach demokratischeren Wegen, diese globale Organisation, die UNO heißt, dazu zu bringen, wirklich den Weltfrieden, das ist ja die Mission der UNO, den Weltfrieden zu verwirklichen. Das heißt, wenn man in Beschlüsse, die den Frieden betreffen, die ganze Vollversammlung einbindet, dann hat das eine so verantwortungsstärkende Wirkung für jedes Land, dass das den Wegfall des Vetorechts ausgleichen würde. Und ja, wer hat jetzt das Vetorecht und aus welchen Gründen? Was für einen Sinn macht das, dass einfach die USA ein Veto einlegen können und damit kann einfach geschehen, was geschieht? Also das sehen wir einfach nicht als rational an. Kommen wir vielleicht noch zu zwei konkreten, aktuellen, potenziellen Konfliktherden. Jetzt gibt es ja auch, ich sag mal zumindest schon auf diplomatischer Ebene, und gibt es doch schon destabilisierendes Verhalten der USA gegenüber Iran und gegenüber Venezuela und auch Drohungen. Wie kann man da Entspannung reinbringen, dass der Blick weggeht von möglichem Krieg und dass die Probleme gelöst werden? Es ist wieder eine ähnliche Situation. Dort wird das Völkerrecht gebrochen. Die Sanktionen sind Teil des Völkerrechts. Also einfach Sanktionen auszurufen, auch wirtschaftliche Sanktionen gegen den Iran zum Beispiel und gegen Venezuela, verstößt gegen das Völkerrecht. Stimmt, da erinnere ich mich ja dran, dass auch UNO-Generalsekretäre immer darauf hingewiesen haben, dass man Drittländer nicht binden kann, dass die Sanktionen mitmachen müssen. Man kann nur sein eigenes Land dran binden, mit Iran oder Venezuela keinen Handel zu treiben. Und die USA versuchen ja auch Drittländern das aufzuzwingen. Ja, genau. Und Sanktionen sind eine Form der Aggression anderen Ländern gegenüber. Und das ist verboten. Mhm. Also es kommt wieder darauf zurück, wir müssen uns darauf konzentrieren, eine globale Organisation zu schaffen, die demokratisch legitimiert ist, dass also die Bevölkerungen in der Welt dem zugestimmt haben, die dann so gestärkt wird, dass das Völkerrecht eingehalten wird, durch eine Judikative, aber dann auch letztendlich durch eine Streitkraft, durch eine Polizei, die dann auch wirklich diese Einhaltung des Völkerrechts garantieren kann. Das ist ein langer Weg. Und deswegen würde ich gern zum Anfang zurückkommen. Das geht nicht, indem wir immer nur sagen, wir müssen Gesetze verändern und Strukturen und Institutionen. Das reicht nicht aus. Wir brauchen einen Bewusstseinswandel. Wir brauchen einen Wandel in der Mentalität der Führenden, der Weltpolitiker und in der Bevölkerung allgemein. Die Mentalität ist einfach, wir sind eine Gemeinschaft, eine Menschheitsfamilie. Und wir möchten uns so verhalten wie eine Familie und darf helfen, Achtsamkeitspraktiken und Praktiken der Umsetzung des allumfassenden Mitgefühls. Und diese Praktiken sind ein wesentlicher Teil unserer Arbeit von menschliche Welt. Also es geht nicht nur durch politische Arbeit und durch die Schaffung von Gesetzen, sondern es ist auch notwendig, dass wir das Bewusstsein der Menschen dabei helfen, sich zu erweitern. Das heißt, es würde solche Achtsamkeitspraktiken, meditieren, mehr in die Herzlichkeit gehen,
solche ganz konkreten Praktiken würden wahrscheinlich auch den Staaten, die heute in den Konflikten sind, helfen, Lösungen zu finden. Das ist eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen, dass einfach Meditation die Fähigkeit fördert, Empathie zu fühlen und auszudrücken. Also auch die Gesichtsweise eines anderen besser zu verstehen und Menschen jetzt erstmal als Menschen anzunehmen. Das ist einfach die Realität. Das ist die Erfahrung, die auch wissenschaftlich bewiesen wird. Also es kann nur gut sein, dass Führende Achtsamkeitspraktiken ausüben und teilweise geschieht das auch schon, wie zum Beispiel im britischen Parlament. Dort gibt es eine Initiative, wo verschiedene Politiker sich treffen und gemeinsam meditieren. Und diese Politiker haben auch schon ausgesagt, dass es ihnen hilft in ihrer politischen Arbeit und auch gerade spezifisch in Bezug auf das Verständnis anderer Interessen und anderer Parteien und dann einfach zu friedlichen Lösungen zu kommen. Ich glaube, das hilft einem auch, mit der Eigenwahrnehmung ins Herzchakra zu gehen und dann mehr Herzlichkeit auszustrahlen, weder Täter- noch Opferrolle, sondern einfach den anderen erstmal als Mensch annehmen und von da aus dann zur Lösung zu kommen. Ganz genau, ganz genau. Einfach wirklich mit der inneren Güte in Verbindung bleiben, mit der inneren Menschlichkeit. Und wenn wir das machen, dann ist unser Gegenüber auch erstmal ein Mensch, ein Bruder, eine Schwester, die auch menschliche Gefühle hat, Ängste, Stärken, Schwächen und so weiter. Und das erstmal anzunehmen, der Person auch zu zeigen und es wirklich zu meinen. Danke für das Interview. Ich danke dir, Volker.